Unsere ersten Kochkurse haben wir im Jahr 2003 angeboten. Und zwar haben wir ein Konzept entwickelt, unsere regionale Küche den Gästen und Kunden bei Kochkursen näher zu bringen. Ich habe mir davon versprochen, dass die Gäste einen Mehrwert haben, indem sie den Produzenten gleich fragen können, wie ist das Lebensmittel gewachsen, wie ist es produziert worden. Und das hat die Gäste taugt und auch mir, weil ich gewusst habe, die Betriebe habe ich gekannt und weil ich gewusst habe, wo die Lebensmittel herkommen. Ich gebe meine Kenntnisse einfach weiter. Die Gäste können sich abschauen und mitnehmen, was sie zu Hause eben verwenden möchten und was nicht. Letzten Kochkurs zum Beispiel, den hat die Frau Kleinmeier aus Feldbach, die Jägerschaft, organisiert. Die bringen auch jährlich das Wild vorbei und ich sage ihnen, das ist einfach top. Das ist die beste Qualität, die es da gibt an Wild. Und da merke ich auch, wie engagiert die Leute schon zu mir kommen und sagen, Herr Bammer, das haben wir, können wir das nicht kochen. Und das freut mich, das passt, das ist auch das, was ich machen will. Es ist ja nicht so, dass da immer jeder nur von meinen Ideen begeistert ist, sondern die sprechen ja, wie sie es zu Hause machen. Da wird auch ein gewisser kulinarischer Austausch praktiziert und das ist ja auch Teil des Kochkurses. Man spricht ja mit den Freunden, Bekannten ja schon viel zu wenig, weil keiner hat Zeit. Und da ist gerade der Kochkurs, der sich toll eignet, weil eben gekocht wird, gegessen wird, gekocht wird und gegessen wird. Und da findet ein kommunikativer Austausch statt. Und ja, das taugt mir.